Alle Düngemittel der BASF sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Erfahrung. Ihre technische Entwicklung erfolgt in den Laboratorien und Betrieben des Werkes. Ihre landwirtschaftliche Bewährung wird in einer eigenen Versuchsstation, dem Limburger Hof, erprobt. Im Jahre 1914, bevor noch der erste Sack Düngemittel die BASF verließ, hatte Professor Karl Bosch bereits eine Versuchsstation auf dem Limburger Hof begründet. Heute verfügt sie über eine Versuchsfläche von 25 Hektar. Diese Fläche besteht aus 15.000 Parzellen. Alle müssen einzeln angelegt und einzeln abgeerntet werden. Dazu kommen die Glashäuser. Sie nehmen allein eine Fläche von 10.000 Quadratmetern ein. In den Vegetationshallen werden exakte Gefäßversuche durchgeführt. Was die Wissenschaftler auf dem Limburger Hof ermittelt haben, soll sich auch draußen im Betrieb bewähren. Deshalb werden laufend Düngungsversuche in Zusammenarbeit mit Farmern und Instituten in aller Welt durchgeführt. Dieser Versuch im Schwarzwald zeigt die Wirkung einer Volldüngung, natürlich mit Nitrofosca. Gute Bodenbearbeitung, gutes Saatgut und richtige Düngung sind überall in der Welt der Schlüssel für Feldbestände, auf die jeder Bauer stolz sein kann. Oft genug sieht man in den Fluren aber auch solche Felder. Nach einer alten Bauernregel heißt es, Unkräuter fressen mit den Kulturpflanzen aus einer Schüssel. Dadurch werden je Hektar mindestens 3 bis 5 Doppelzentnerkörner weniger geerntet. Aber mit modernen Unkrautmitteln lässt sich verunkrautetes Getreide leicht chemisch reinigen. Nur solche Mittel, die schon im Laborversuch Unkräuter vernichten, dabei aber die Kulturpflanzen nicht schädigen, werden weitergeprüft. Die nächste Prüfung erfolgt auf 1 Quadratmeter großen Freilandparzellen. Dieser Hafer wurde vor 8 Wochen gespritzt. In der unbehandelten Parzelle konnten sich Kornblumen und Disteln ungestört entwickeln. Mittel mit solcher Unkrautwirkung können nunmehr unbedenklich der Praxis empfohlen werden. Zum Limburger Hof gehört auch der 150 Hektar große Gutsbetrieb Limburger Hof der BASF. Er ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie man auch auf armem Sandboden gute Erträge erzielen kann. Sommergerste bringt bis zu 40 Doppelzentner je Hektar. Vorgekeimte Frühkartoffeln bis zu 200 Doppelzentner. Die Weiden sind dort angelegt, wo der Grundwasserstand höher ist. Sie werden den Sommer über 4 bis 5 Mal gedüngt und in Trockenzeiten beregnet. So liefern sie gesundes Futter für eine Jahresleistung von durchschnittlich 5000 Litern Milch und 186 Kilogramm Fett je Kuh. Auch die Schweine werden auf Weide gehalten. Sie erfreuen sich daher robuster Gesundheit. Versuchsstation und Gutsbetrieb Limburger Hof werden alljährlich von Tausenden von Besuchern aus dem In- und Ausland besichtigt. Mit Interesse verfolgen sie die Arbeiten, die hier für den Fortschritt in der Landwirtschaft und darüber hinaus zum Nutzen der Allgemeinheit geleistet werden. Gewaltige Mengen an Stickstoffdünger werden gebraucht, um den Bedarf der Landwirtschaft zu befriedigen. Die BASF ist die Wiege der synthetischen Ammoniakerzeugung. Nach dem von ihr entwickelten Haber-Bosch-Verfahren arbeiten heute die meisten Stickstofffabriken der Welt. Die BASF ist die größte Stickstofffabrik. Ihre ausgedehnten Werksanlagen ziehen sich nördlich Ludwigshafen 6,5 Kilometer den Rhein entlang. BASF, The Chemical Company.